Eine Glühbirne von 40 Watt brennt 2 Stunden lang unter einer Spannung von 230 Volt. Berechne die Stromstärke in der Birne und die verbrauchte Energie. Dies sind die Angaben. Die Leistung P beträgt 40 Watt. Die Zeit klein t beträgt 2 Stunden, also 2 mal 3600 Sekunden, das heißt 7200 Sekunden. Die Spannung U beträgt 230 Volt. Gefragt werden die Stromstärke I, die wir in Ampere ausdrücken, und die verbrauchte Energie E, die wir in Joule ausdrücken. Zu elektrischer Energie und Leistung stehen uns immer diese drei Formeln zur Verfügung. Suchen wir zuerst I. Wir kennen P und wir kennen U. Also ist diese dritte Formel ideal. Wenn P U mal I ist, dann muss I P geteilt durch U sein. Das heißt hier 40 geteilt durch 230. Und dieser Bruch ergibt ungefähr 0,17. Die gefragte Stromstärke I beträgt also ungefähr 0,17 Ampere und das ist unsere erste Endantwort, die wir hier festhalten. Jetzt suchen wir noch E. Wir kennen P und wir kennen T und wir suchen E. Also ist diese Formel ideal. Wenn P E auf T ist, dann muss E P mal T sein. Wir ersetzen P durch 40 und T durch 7200. Und diese Multiplikation ergibt 288.000. Die verbrauchte Energie E beträgt also 288.000 Joule. Und das ist die zweite Endantwort, die wir hier festhalten.